Es steht in Erwartung die Herausgabe des neuen Gesangbuches und ich habe mir sagen lassen, das am meisten gewünschte Lied im neuen Gesangbuch ist das Lied Segne du Maria. Und freue mich, dass das natürlich auch mein Lieblingslied ist, dass ich also mit dem Volke Gottes in einer solchen großen Übereinstimmung lebe. Wie kommt es, dass ich das Lied Segne du Maria so liebe? Das hängt ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Als wir 1945 unsere schlesische Heimat verlassen mussten, sind wir nach Thüringen gekommen, das Dorf Körner. Wir waren die ersten Katholiken seit der Reformation. Wir hatten gar keine katholische Kirche. Der Pastor kam alle 14 Tage mal Sonntagnachmittag zur Heiligen Messe. Aber wir durften in die evangelische Kirche auch alleine hinein, ohne Priester. Und das haben wir immer gemacht im Mai und im Oktober. Da haben wir uns dort versammelt, ohne Priester, zur Maiandacht und zur Rosenkranzandacht. Und das haben so Frauen und Männer, die auch aus Schlesien, aus dem Sudetenland kamen. Und weil wir ja viel Zeit haben, es gab noch gar keinen Rundfunk und auch kein Fernsehen, dann haben wir die Andachten sehr lange gehalten. Die haben manchmal 2 bis 2,5 Stunden gedauert. Und zwar, wenn die Andacht zu Ende war, dann hat der Mann gesagt, ach, jetzt singen wir doch mal dieses Lied. Und die Frau hat gesagt, dann singen wir noch dieses Lied. Und wir kriegten dann heraus, die Kirche stand mitten im Dorf, dass die Nachbarn, die gar nicht katholisch waren, die haben alle immer ihre Fenster aufgemacht und haben gesagt, mein Gott, die Katholischen sind wieder in der Kirche und die singen doch so schön, die haben doch so schöne Lieder. Und ich muss noch voraussetzen, dass viele Frauen und Männer, die zur Maiandacht und zur Rosenkranzandacht kamen, in den heimatlichen Kirchenchören mitgesungen haben. Das wurde also immer mehrstimmig gesungen. Und da war immer dabei, Segne du Maria. Und auf dieses Lied habe ich mich schon immer als Kind gefreut, wenn das dran war. Und dann kam ich später dann ins Priesterseminar und da wurde uns dieses Lied so madig gemacht von unserem Liturgen und lächerlich gemacht. Und ich habe mich davon so beeindrucken lassen, dass ich noch mit meiner guten Mutter und der Tante und der Familie zu Hause in Streit geriet, wo ich gesagt habe, wir singen bei den Andachten nicht mehr, Segne du Maria. Aber sie haben sich gegen mich Gott sei Dank durchgesetzt. Und die Liebe zu Segne du Maria habe ich als Kaplan wiedergefunden. Ich bin öfters sterbenden Menschen beim Todeskampf beigestanden. Und wenn es ihnen noch möglich war zu sprechen, haben sie immer gesagt, singen Sie doch jetzt mir noch mal vor das Lied Segne du Maria. Und ich schäme mich heute noch, ich kannte nur die erste Strophe. Und dann haben die oft mit ersterbender Stimme mir die nächste Strophe aufgesagt und habe sie nachgesungen und dann noch die dritte und habe sie auch nachgesungen. Und das ist mal, nachdem mir das dreimal so passiert ist, habe ich gesagt, jetzt lernst du das Lied wieder ordentlich und habe das wieder selbst gesungen und habe das wieder so lieb gewonnen, dass ich mich schon freue, dass es hoffentlich auch bei meinem Sterben gesungen wird. Die letzte Strophe ist ja ganz darauf ausgerichtet, segne meine letzte Stund. Und darum ist das Lied Segne du Maria im Gesangbuch sicher ein Höhepunkt des Volkes Gottes in seiner Marienverehrung. Und aus so vielen auch persönlichen Begegnungen mit diesem Lied ist Segne du Maria der erste Platz im neuen Gesangbuch und viele Christen haben mir dazu gestimmt. Ich hoffe, dass Sie, dass recht viele Menschen dieses Lied auch zu ihrem Lieblingslied machen. Das kann man auch gut beten, selbst wenn man nicht die Möglichkeit hat, es zu singen. Etwa, wenn man im ICE sitzt und von Köln nach Berlin fährt, dann ist das schlecht, Segne du Maria laut zu singen, aber man kann es beten.